Okay. Let's go. Masken in den Schulen. Es sollten nur 2 Wochen nach den Ferien sein, wegen der Reiserückkehrer. Was tun wir unseren Kindern an? Was lassen wir ihnen antun? Sie, die doch unsere Zukunft sein sollen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben? Der Atem hält uns am Leben. Unser Körper braucht ihn lebensnotwendig. Der Sauerstoff ist extrem wichtig für unseren Stoffwechsel, vor allem für das Gleichgewicht der Blutgase. Und was noch wichtiger ist, der Körper, der Stoffwechsel der Kinder ist anders als der von uns Erwachsenen. Sie sind keine kleinen Erwachsenen. Die Maske beschädigt direkt ihren Körper, ihre Gehirnzellen auf lange Zeit. Wir beschränken ihren Atem, wir beschränken ihre Mimik, wir beschränken das Wahrnehmen von Gesichts- und Körpersprache. Durch die Maske beschränken wir ihren Mut, wir beschränken ihre Kreativität, wir nehmen ihnen ihre Spontanität und wir berauben sie ihres Vertrauens in das Leben, in uns als Eltern, als Großeltern, als Lehrer, als Erzieher und als Ärzte, die sie allein lassen in dieser unsäglichen Willkür der Verordnungen. Wir Ärzte, die ihre Gesundheit im Blick haben sollten, die da sein sollten, wenn es ihnen schlecht geht unter den Masken, wenn ihnen übel wird, wenn sie Schwindel haben, schwere Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, Kinder mit 6 Jahren mit Migräne, schwere Ekzeme, seltene Pneumonien, die gar nicht mehr selten sind, Lungenentzündungen aufgrund von Pilzerkrankungen. Und die wenigen Ärzte, die bereit sind, sich einzusetzen mit Attesten, werden diffamiert, werden angezeigt. Ihre ärztliche Kompetenz, ihre Diagnosen werden angezweifelt. Angezweifelt von den Eltern, angezweifelt von Lehrern, angezweifelt von Schulleitern. Sogar juristische Glaubhaftmachung wird vom Tisch gefegt. Uns wird angedroht, dass unsere Praxen durchsucht werden, dass wir unsere Approbation verlieren, denn es seien Gefälligkeitsatteste. Und viele von uns halten dann still, zucken mit den Schultern. Wir anderen wenigen, die übrig geblieben sind, die dastehen und zu unseren Kindern halten, sind zum Teil verzweifelt, weil der Ansturm sich dann auf uns wenige Ärzte konzentriert. Und hier beginnen die Fragen, die nicht nur wir Ärzte, sondern wir alle uns stellen dürfen. Wo und wie stehe ich tagtäglich ein für das, woran ich zutiefst glaube? Wo finde ich diese Werte in mir? Meine Werte. Wo und an wen gebe ich Verantwortung an andere ab, die meine ureigene Verantwortung ist? Die Verantwortung für mein Sein, die Verantwortung für mein Leben und das meiner Kinder. Wir finden die Antwort nicht im Außen, in den Medien, der Tagesschau und dem Heute-Journal, in den vielen Internetkanälen, in einem Retter, der uns sagt, wo es lang geht. Es ist das über uns hinauswachsen, über den Verstand hinaus, hinein ins Herz, in ein Fühlen, Spüren nach der kleinen, feinen Stimme unseres Herzens. Niemand kann uns diesen kleinen Schritt abnehmen, die Entscheidung zum Loslassen vom Außen, zum Loslassen von der Unruhe, den Störungen, den Ablenkungen und dort einzutauchen in die Weisheit unseres Herzens, in den Freiraum unseres Inneren,
wo das Mitgefühl entsteht. Für uns selbst und für andere und für unsere Kinder. Wo wir in Berührung kommen mit unseren Begabungen, wo auch die Lösungen entstehen und alles Neue entsteht. Von Herz zu Herz verbinden wir uns mit den anderen und schaffen gemeinsam einen neuen Weg. Jeder mit seinen Qualitäten, seinen Begabungen. Und auch hier dürfen wir lernen, vom anderen nicht das zu verlangen, was wir können. Jeder trägt auf eigene und andere Weise zum Ganzen bei. Es geht nur gemeinsam. Jeder gibt das, was er kann und weiß, in seiner Farbe. Wie ein Regenbogen, der erst durch die vielen Farben zu dieser faszinierenden Erscheinung wird. So wie Jesus es so wunderbar gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Danke.